So, herzlich willkommen bei unserem neuen Lernvideo. Und in diesem neuen Lernvideo werden wir mal etwas kreativ. Es geht nämlich um die Konstruktion von Kreismustern. Das kann zwar viel Arbeit sein, aber wie ihr sehen wird, diese Arbeit macht Spaß. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier bereits ein Kreismuster für uns vorbereitet. Dieses besondere Kreismuster hier nennt man übrigens auch einen Droidenfuß. Nur so nebenbei, ist jetzt nicht wirklich wichtig für die Konstruktion. Wenn man so eine Vorlage hat, die man nachzeichnen soll, geht man am besten immer in den folgenden Schritten vor. Das ist nämlich wichtig, weil die Kreismuster mit der Zeit komplizierter und größer werden. Also drei Schritte. Der erste Schritt ist, wir versuchen einmal herauszufinden, aus wie vielen Kreisen das Muster besteht. Das ist meist recht einfach. Dieses Muster besteht zum Beispiel aus einem Kreis hier links, da unten haben wir den zweiten Kreis. Und oben rechts daneben, wie ihr sehen könnt, haben wir den dritten Kreis. Also das Kreismuster besteht aus drei Kreisen. Der zweite Schritt, das ist meistens der schwierigste, da muss man nämlich die Mittelpunkte finden. Der ist natürlich, Überraschung, in der Mitte, das heißt, es ist jetzt nicht so schwierig. Mit ein wenig Herumprobieren findet ihr den auch bestimmt an. Orientiert euch einfach immer an dein Kästchen, dann funktioniert das schon. So, beim ersten Kreis ist der Mittelpunkt zum Beispiel hier. Beim zweiten Kreis probieren wir wieder etwas herum und sehen, dass der Mittelpunkt hier liegen muss. Und beim dritten Kreis müsste er eigentlich genau hier sein. Genau, perfekt. So, und der dritte Schritt ist wieder einfach. Da zeichnen wir einfach die Radien ein. Also wir verbinden Mittelpunkt eines Kreises mit der Kreislinie. Aber das wisst ihr. So, machen wir das gleich einmal. Gut, jetzt wären wir also soweit. Wenn wir das haben, können wir mit dem Abzeichnen beginnen. Für die Konstruktion brauchen wir natürlich mal ein kariertes Papier. Am besten beginnen wir einmal mit diesem ersten linken Kreis. Dafür markieren wir einfach mal den Mittelpunkt auf unserem Papier. So ungefähr hier sollte das sein, damit wir genug Platz haben. Und als nächstes müssen wir wissen, wie groß der Radius ist, damit wir den Kreis konstruieren können. Also zählen wir einfach mal in der Vorlage die Kästchen ab, beginnend beim Mittelpunkt. Das sind dann also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kästchen. Das heißt, auf unserer Zeichnung müssen wir jetzt einen Radius von 7 Kästchen in den Zirkel nehmen. Zählen wir also vom Mittelpunkt weg einmal wieder 7 Kästchen nach links und markieren das Ende mit einem feinen Punkt. Und jetzt nehmen wir den Zirkel, stechen gleich beim Mittelpunkt ein und nehmen diesen Abstand in den Zirkel. Und dann können wir den Kreis auch gleich zeichnen. Perfekt. Den ersten Kreis haben wir also schon mal. So, jetzt machen wir am besten den Kreis, der gleich rechts daneben ist. Dazu müssen wir aber einmal herausfinden, wo wir den Mittelpunkt einzeichnen müssen. Das können wir jetzt nicht irgendwo machen. Wie ihr sehen könnt, liegen die beiden Mittelpunkte auf der Vorlage genau auf derselben Linie. Wir müssen also nur die Kästchen zwischen diesen beiden Mittelpunkten abzählen. Und das sind genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kästchen. Machen wir das gleich auf unserer Zeichnung. Zählen wir also 10 Kästchen vom einen Mittelpunkt nach rechts. Genau. Und markieren dort diesen Mittelpunkt. Und als nächstes müssen wir wieder den Radius bestimmen. Auch dieser ist wieder 7 Kästchen, wie ihr hier auf der Vorlage sehen könnt. Das heißt, jetzt machen wir das gleich wie beim ersten Kreis. Wir zählen wieder 7 Kästchen vom Mittelpunkt weg, nehmen den Abstand in den Zirkel und konstruieren den Kreis. So weit, so gut. Jetzt fehlt uns eigentlich nur mehr der dritte Kreis. Beim dritten Kreis müssen wir wieder zuerst den Mittelpunkt bestimmen. Das machen wir am besten wieder mit Kästchen zählen. Ich nehme jetzt einfach mal den Mittelpunkt des rechten Kreises als Orientierungspunkt her. Von dort muss ich also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kästchen nach unten zählen und danach noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kästchen nach links. Da sind wir genau beim Mittelpunkt. Machen wir das also auch gleich bei der Zeichnung. Wir beginnen hier beim rechten Mittelpunkt. Wir zählen 7 Kästchen nach unten. Genau. Und 6 Kästchen nach links und markieren den Mittelpunkt.
In der Vorlage bestimmen wir da den Radius und auch dieser ist wieder 7 Kästchen groß. Es sind also 3 gleich große Kreise. Das machen wir jetzt auch wieder von unserer Zeichnung. Wir zählen 7 Kästchen, jetzt am besten nach unten, markieren den Punkt ganz fein. Dann nehmen wir den Zirkel und den Abstand nehmen wir in den Zirkel und wir konstruieren den Kreis. Und wir sind fertig, wie ihr seht. Und jetzt da können wir das Muster noch grün anmalen, so wie das in der Vorlage ist. Sehr schön. Fertig sind wir also mit unserem ersten Kreismuster. Und ihr könnt jetzt gleich das Muster vom Übungsblatt G8 probieren. Helft euch einfach gegenseitig innerhalb der Gruppe, dann schafft ihr das bestimmt. Ich wünsche euch gutes Gelingen und viel Spaß.